Willkommen zum zweiten Teil unseres Reiseberichts Andalusien. Nachdem wir im ersten Teil über Nordspanien und Toledo bis nach Sevilla fuhren, brechen wir heute Morgen in Dos Hermanas auf, um an die portugiesische Grenze zu fahren. Nahe Huelva. 1491 fand Christopher Columbus hier Zuflucht vor dem spanischen Königshof. Fernando II. Und Isabella I. verweigerten zunächst die finanziellen Mittel für die Westroute nach Indien. Der Prior des Klosters und gleichzeitig Beichtvater Isabellas I. führte ein Umdenken herbei, sodass Christopher Columbus aufbrechen und somit 1492 Amerika entdecken sollte. Das von außen unscheinbare Kloster ist seinen Eintritt von 3,50 Euro pro Person während unseres Besuchs definitiv wert. Das Kloster wurde im 15. Jahrhundert auf maurischen Ruinen erbaut. Das Museum beherbergt unter anderem Modelle der Schiffe, mit denen Christoph Kolumbus segelte, sowie Kästen mit Erde aus allen Ländern Lateinamerikas. Unmittelbar dem Kloster angeschlossen gibt es einen schönen Parkplatz für Wohnmobile, auf dem man auch übernachten kann. Es gibt hier allerdings keine Fähr- und Entsorgung und auch keinen Strom. Wir blieben hier 2 Stunden zur Besichtigung und brachen dann nach Jerez de la Frontera auf, die Stadt, die dem Sherry seinen Namen verlieh. In Jerez angekommen, fuhren wir mit Camper und Van einen sehr neu eröffneten Stellplatz nahe der Stadt an. Etwas außerhalb und ruhig in einem Gewerbegebiet gelegen. Von hier waren es etwa 30 Minuten zu Fuß den Berg hinauf in das Zentrum von Jerez. Der Alcázar de Jerez, der Palast, hoch oben über der Altstadt gelegen, bietet einen wunderbaren Ausblick auf das Umland. Er zählt zu den bedeutendsten Bauwerken der Stadt. Wir trafen erst sehr spät in Jerez ein, weil wir zuvor im Kloster Rábida uns lange aufhielten. Wir gingen auch bei unserem Spaziergang durch Jerez an zahlreichen Bodegas vorbei. Doch ausgerechnet bei Sandemann, dem bekanntesten vor Ort, war schon nach 17 Uhr geschlossen. Also blieben wir vor verschlossenen Toren stehen, machten Kehrt und gingen zurück zum Stellplatz. Wegen der befürchteten Preiserhöhungen aufgrund des Ukraine-Krieges bildeten sich am nächsten Morgen lange Schlangen an den Tanksäulen. Es dauerte etwas, bis wir auch dran kamen. Danach brachen wir auf nach Arcos de la Frontera. Dieser Ort gehört zu den Pueblos Blancos, den weißen Dörfern, und liegt nicht weit von der Grenze zu Portugal entfernt. Daher der Namenszusatz de la Frontera. Das sich im Privatbesitz befindende Kastell lässt sich nicht von innen besichtigen. Dennoch hat man vom dortigen Mirador einen tollen Ausblick auf die umliegende Landschaft. Am frühen Abend brachen wir auf
um unsere Fahrt fortzusetzen mit dem Etappenziel Ronda im Herzen Andalusiens. Wir parkten frei auf einem Parkplatz nahe am Mirador de la Plaza Bruna. Diesen Parkplatz können wir aber mittlerweile nicht mehr empfehlen, aufgrund geschilderter Erfahrungen mit Bettlern. Ronda liegt spektakulär auf einem Felsplateau oberhalb von einer tiefen Schlucht. In früheren Jahrhunderten war die Stadt ein Zufluchtsort von Banditen und Rebellen. Ronda hat der andalusische Stierkampf seine Wurzeln. Die Stierkampfarena gilt als eine der ältesten und wichtigsten im ganzen Land und wurde 1785 eingeweiht. Wir spazierten die etwa 25 Minuten von unserem Parkplatz bis in die Innenstadt, um dort zunächst die Stierkampfarena und das angeschlossene Museum zu besichtigen. Um im zweiten Teil unseres Reiseberichts jedem Shitstorm vorzubeugen, möchten wir auch hier an dieser Stelle erwähnen, wir besichtigen das Museum und das Innere der Stierkampfarena, unterstützen aber nicht den Stierkampf und das Leiden der Tiere. Mit dem Eintritt von 8 Euro pro Person zum Zeitpunkt unseres Besuchs waren wir einverstanden. Außerdem befindet sich angeschlossen an die Stierkampfarena eine, nach Wien, weiter bekannte Hofreitschule. Nachdem wir die Stierkampfarena besichtigt hatten, gingen wir weiter zur Puente Nuevo. Diese Brücke wurde im 18. Jahrhundert erbaut und verbindet die Altstadt, La Ciudad, mit dem neueren Teil der Stadt. Die meisten Sehenswürdigkeiten Rondas liegen allerdings in der Altstadt. Keep us going!
an der Plaza Duquesa in der Altstadt, an der auch das Rathaus Ayuntamiento sowie die Iglesia Santa Maria la Mayor mit ihrem Minarett aus dem 13. Jahrhundert gehören, war zur Mittagszeit alles völlig überfüllt. Wir spazierten noch weiter bis zum Castillo und zur Puerta de Almocabar und gingen dann zurück in die Neustadt, um dort ein spätes Mittagessen einzunehmen. Nach unserem Besuch in Ronda fuhren wir weiter nach Malaga, um dort 2 Tage zu urlauben. Beim schlechtesten Wetter auf unseren Reisen ever brachen wir in Malaga auf und fuhren die Küste entlang und hinauf in die Berge nach Granada. Dort buchten wir einige Tage zuvor die letzten möglichen Zeittickets zu Besuch der Alhambra. Zudem steuerten wir mit 33 Euro die Nacht einen der teuersten Stellplätze unserer Reise an. Die Tickets zur Besichtigung der Alhambra mit dem General Life kosteten zu unserem Zeitpunkt des Besuchs pro Person 15 Euro. Diese wollten wir auch nicht verfallen lassen, trotz des massiv einsetzenden Regens und den tiefen Temperaturen. Der Name leitet sich aus dem Arabischen für Rote Burg ab. Und hier beginnt unsere Reise durch die Geschichte des maurischen Andalusiens. Als bedeutendstes Bauwerk der Mauren wurde hier einst unter einem Kalifen eine Festungsanlage gebaut. Dieser älteste Bereich der Alhambra ist die Alcazabar. An dieses ehemalige Verteidigungsbauwerk schließen sich die Nasriden-Paläste an, die mit reichhaltigen Verzierungen den Prunk der damaligen Zeit gut wiedergeben. Zu den bedeutendsten Sehenswürdigkeiten in den Nasriden-Palästen der Alhambra gehört der Löwenhof mit dem Löwenbrunnen. Thank you.
Der Kaiserpalast Karls V. durchbricht durch seinen Rundbau die sonst von der Alhambra bekannte Architektur. Der Innenhof ist nicht überdacht und im Inneren des Palasts kann man spanisch-islamische Kunstwerke betrachten. In aller Regel schließt sich einem Besuch der Alhambra eine Besichtigung des Generalife, des ehemaligen Landsitzes der Nasridenkönige an. Der Name Generalife hat verschiedene Bedeutungen. Die, die wohl am meisten Raum für Fantasie lässt, ist der Garten des erhabenen Paradieses. Verglichen mit denen in der Alhambra sind die Gebäude im Generalife sehr schlicht gehalten. Die Gärten wurden erstmals im 13. Jahrhundert angelegt und haben sich über die Jahrhunderte stark verändert. Die Besichtigung des Generalife gefiel uns sehr. Am Abend gingen wir hinab in die Altstadt von Granada und aßen lecker zu Abend. Am nächsten Morgen wurden wir vom sogenannten Blutregen überrascht. Ein Phänomen, das auftritt, wenn Saharasand auf Regen trifft. Diese Wetterlage änderte unsere Reiseroute. Wir entschieden uns, zurück nach Westen zu fahren, um Gibraltar zu besichtigen. Wir entschieden uns für den Stellplatz in La Linea de la Concepción, direkt vor der Grenze zu Gibraltar, noch auf dem spanischen Teil. Von diesem Stellplatz an der Marina hat man einen wunderbaren Blick auf den bekannten Felsen von Gibraltar. Der Lärm durch den benachbarten Flughafen hält sich in Grenzen. Zudem taten wir es unseren Stellplatznachbarn nach und wuschen, zumindest mit klarem Wasser, unseren Franz Ferdinand. Am nächsten Morgen passierten wir zu Fuß und ohne weitere Zollformalitäten die Grenze nach Gibraltar. Direkt nach dem britischen Grenzhäuschen warten viele Taxifahrer darauf, die Touristen zu einem Einheitspreis auf den Felsen hinaufzufahren. Wir fanden ein weiteres Paar, mit dem wir uns ein Taxi teilten und fuhren hinauf zu den Sehenswürdigkeiten. Dabei passierten wir das Rollfeld eines operierenden Verkehrsflughafens. Eine Einzigartigkeit in Europa. Bei der von uns gewählten Tour fuhren wir zunächst zu den Pillars of Hercules. Von hier hat man einen Blick bis hinüber nach Afrika. Unser zweiter Stopp sollte uns zu den St. Michael Caves führen. Hier begrüßen uns schon die ersten Berberäffchen. Und obwohl sie sehr zutraulich wirken, sollte man sich ihnen nur mit Vorsicht nähern, denn sie können unerwartet reagieren. Im Inneren der Höhle wird eine Sound- und Lightshow gezeigt mit dem Namen The Awakening. Der nächste Stop auf unserer Tour war der Skywalk auf dem Affenfelsen. Dieser liegt im Gibraltar Naturreservat und bietet einen 360-Grad Panoramablick. Von hier oben bietet sich auch ein toller Blick auf den Verkehrsflughafen. Dieser wird zwar nicht stark frequentiert, aber jedes Mal ist es ein Abenteuer, wenn eine Maschine hier landet. Auch die Marina mit dem Stellplatz ist von hier aus sehr deutlich zu sehen.
Im Hintergrund gut zu erkennen ist die spanische Fähr- und Hafenstadt Tarifa. Letzter Halt auf unserer Touristentour waren die Great-Siege-Tunnels. Ein von Menschenhand geschaffenes Tunnellabyrinth aus Zeiten der großen Belagerung Ende des 18. Jahrhunderts. Der Taxifahrer vereinbarte mit uns als letzten Haltepunkt das Stadtzentrum von Gibraltar. Alternativ hätten wir uns auch wieder zum Checkpoint zurückfahren lassen können. Wir gingen auf eigene Faust durch Gibraltar und aßen lecker zum Mittag. Also einen sehr späten Mittagessen. Ein ausgedientes Kreuzfahrtschiff dient im Hafen von Gibraltar als Spielcasino. Unser Fußweg zurück zur Marina von La Linea de la Concepción führte uns wieder über das Rollfeld des Flughafens von Gibraltar. Nur dieses Mal mussten wir warten, weil dieses wegen einer anfliegenden British Airways Maschine gesperrt war. Nach zwei Nächten auf dem Stellplatz brachen wir auf nach Marbella, einem der modernsten Ferienorte Europas mit einer sehr sehenswerten kleinen Altstadt. Wir suchten und fanden nahe dem Stadtzentrum und der Marina einen öffentlichen Parkplatz. Zu dieser Jahreszeit wirkt Marbella fast wie ausgestorben. Wir flanierten entlang der Promenade und gingen hinauf in die Altstadt. Hier beenden wir auch den zweiten und letzten Teil unseres Reiseberichts von Andalusien. Insgesamt hat es uns in Andalusien so gut gefallen, dass wir uns schon auf eine weitere Reise hierhin freuen. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Unsere Reise führte uns noch weiter ins Mare Plastico und über Frankreich wieder zurück nach Köln. Und in Marbella gingen wir die Altstadt wieder hinab zum Strand, wo wir lecker Tapas aßen. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen hoch und hinterlasst einen Kommentar.
Thank you.